Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Im letzten Part hatten wir uns aufgemacht zu diesem Eremiten, der irgendwo da hinten wohnen soll. Wir haben den guten Jasper dabei. Ne, Jasper, bist du dabei noch? Ja, du läufst immer noch so, als hättest du irgendwelche Rasierklingen unter den Armen. Aber läuft bei ihm, würde ich sagen, ne? So, wir gucken mal eben kurz, ob wir irgendwas zu essen haben, denn wir haben ein bisschen Leben. Ein bisschen wenig Leben. Ich schaue mir mal so einen Apfel in die Wampe und gucken wir mal, ob ein Apfel schon reicht. Oh, nicht so ganz. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ein Krustenbrot. Eben noch drin in die Wampe und dann ist das gut, würde ich sagen. Gut. Wir gehen mal weiter. Ja, der Plan ist, wir müssen bei so einem Eremiten, der hier so ganz, der Sammler sozusagen, er sammelt irgendwelche Artefakte und wir müssen von ihm versuchen, eben solch ein Artefakt zu bekommen, indem wir so tun, als würden wir uns dafür interessieren und wollen ihm was anbieten. Das ist so der Plan. Wir dürfen halt nicht auffallen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ne? Und immer vorsichtig. Oh. Jasper, du bist noch dabei? Ja, Jasper ist noch dabei. Läuft noch. Jasper ist noch... Lebt. Lebt, Leute. Wir sind ganz entspannt, ne? Gehen wir mal auf dieses unheilige Tor zu. Sieht doch einladend aus. Guten Tag. Oh, hier ist schön. Du hast auch gut eingerichtet. So, benötigt einen Schlüssel. Da drinnen wohnt er also. Ah. Man kann es sich auch absichtlich ungemütlich machen. Ich schätze, jetzt heißt es erstmal auf Einbruch der Dunkelheit warten. Wir wollen ja nicht, dass der... das Artefakt abnimmt und danach gleich wieder wegschickt. Ja, dann warten wir mal eben, bis dunkel ist, ne? So. Ich denke, das genügt. Dann sehen wir mal, wie wir reinkommen. Diese Falkenköpfe sehen interessant aus. Ja, dann, ne? Lass uns mal die Falkenköpfe angucken, ne? Stratzt da mal eben ran und dann wird man neugierig geguckt, ne? Hier läuft, ey. Jasper, Junge, du. Eines Tages bring ich dir bei, wie man richtig geht. Eines Tages. Aber nun muss es erstmal so funktionieren. Ich berühre ihn mal. Okay. Nichts geschieht. Dann nochmal hier. Oh, er kommt. Das war die Klingel. Einmal reicht wohl. Nabend! Ja, was wollt ihr? Oh, streitet wohl! Seid ihr... Ich bin Meister Gaius Diener. Also nein, bin ich nicht. Falls ihr Almosen sucht, seid ihr hier falsch. Wir haben nichts zu geben. Ja, nee. Wir sind keine Bettler, sondern Händler. Uns wurde gesagt, dass euer Meister eine Vorliebe für Relikte hat. Und wir haben etwas, das ihn interessieren könnte. Ist das so? Und was könnten zwei in Lumpen gekleidete fliegende Händler haben, das für meinen Meister von Interesse sein könnte? Tja, jetzt pass mal auf, du. Talor Arantea als Kette zeigen. Na, das hier, guck dir das mal an. Glitzert es nicht schön? Das ist eine Silberbrosche der Seraphen. Woher habt ihr das? Unsere Quellen gehen nicht einen Scheiß an, ne? Die Kette wurde entfernt. Das ist unwichtig. Fakt ist, dass ich sie zu verkaufen gedenke... So, so. Na gut, das ändert die Lage. Ihr dürft eintreten. Und verzeiht meine Schroffheit, ich... Habe ich falsch eingeschätzt. Du, gar kein Problem. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, ich wäre ähnlich drauf, ne? Dem Diener des alten Mannes in sein Anwesen folgen. Machst du dann auf jetzt hier, oder wie läuft das nun? Ah ja, bitte dann. Domato, ich folge dir. Unglücklicherweise ziert Meister Gaius im Moment. Was? Das dauert zumeist... Bis weit in die Dämmerung, aber ihr könnt so lange in einem Gästezimmer unterkommen. In der Frühe wird er euch dann empfangen. Das klingt gut. Heute hätten wir es ohnehin nicht mehr nach Ark zurückgeschafft. Bringt mal einen Myradenwärter dazu, bei dem Wetter zu fliegen. Ja. Also, ein schönes Haus habt ihr da. Ihr lebt alleine hier mit eurem Meister? Man erzählt sich eine ganze Menge über ihn. Bitte, sparen wir uns einfach die Floskeln. Ja, du, also von mir aus ist okay. Wir müssen nicht so viel quatschen. Aber sieht echt hübsch aus. Gut, diese, naja. Hat auch ein bisschen was Vampirisches. So vom rein, vom Feeling her würde man schon denken, so könnte auch ein bisschen vampirisch sein, ne? So, Renner oder wer oder wie? Ich spreche mal eben zwischen, ich habe ein bisschen Angst und würde ich sagen, renne das Anwesen des alten Mannes. Mal eben gucken, was abgeht hier. Oh. So, folgt mir. Eure Gemächer sind oben. Alles klar. Wie bereits erwähnt, wird Meister Gaius diese Nacht musizieren. Verzeiht also, wenn es euch vom Schlafen ab. Wenn ihr einen Rat wollt,
Hört zu. Nirgendwo auf Win werdet ihr etwas Vergleichbares hören. Na, dann werden wir das tun. Euer Meister ist also Künstler, ja? Ich habe die Puppen gesehen. Sehr interessant. Interessant. Ja, das sind sie. Meister Gaius sagt immer, Kunst ist einzigartig, weil sie es uns erlaubt, dorthin zu sehen, wo unser Verstand wegsieht. Wie meint er das? Nun ja, wir alle haben Dämonen in uns. Erinnerungen, Wahrheiten, die wir tief in unser Unbewusstes gesperrt haben, weil wir sie nicht sehen wollen. Wahre Kunst durchdringt diese Barrieren und erinnert uns an das, was wir wirklich sind. Interessanter Gedanke. Ja. So, hier wären wir. Macht es euch bequem, ich informiere euch, sobald der Meister bereit ist, euch zu sehen. Geiler Backenbart übrigens. Ach, und übrigens, nennt es Intuition oder Vorhersehung, aber ich hatte ein Gefühl, dass wir heute Nacht Besuch bekommen würden und deshalb habe ich eine kleine Mahlzeit vorbereitet. Das Fleisch ist mir ein wenig angebrannt, aber schmecken sollte es dennoch. Bedient euch also. Nun entschuldigt mich bitte, ich muss ruhen. Es ist spät und der Tag war anstrengend. Natürlich, schlaft wohl. Und hab Dank für die Gastfreundschaft. Wollte gerade sagen, echt danke. Sehr gerne. Ich zieh mir mal dein Knusperfleisch rein, ne? Das ist ja wichtig für den Geschmack. Hau rein, danke. Schönen Abend noch, wünsche ich dir, ne? Er wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal übelst die Biere reinzwirbeln. Tschüss. Also ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, diese Puppen sind nicht wirklich echte Puppen. Da geht irgendwas ab. Und weg ist er. Nenn mich paranoid, aber irgendwie lief mir das alles ein wenig zu glatt. Ja. Nicht nur dir. Irgendwas an diesem Kerl war seltsam. Zum Beispiel, dass er schon am Tor stand, als du geläutet hast. Und natürlich die Tatsache, dass er mit einem alten Mann zusammenlebt, der den Sagen nach älter als der schwarze Wächter ist. Aber jedem das Seine. Was tun wir nun? Warten? Ja. Ein oder zwei Stunden, bis dieser Diener schläft. Ich habe einen Schlauch Wein dabei. Den können wir uns ja in der Zeit gönnen. Dieses Essen würde ich nicht anrühren. Und währenddessen könntest du mir ja noch einmal von deiner Prüfung erzählen, wenn du willst. Hashtag Gönnung! Oder irgendetwas anderes. Hauptsache, es lenkt mich von diesen potthässlichen Figuren in der Ecke da ab. Na dann, lass uns mal eben den Bierschlauch in unsere Figur drücken, ne? Wieso nicht? Und jeder einen halben Schlauch, so geil. Verstehe. Ein interessantes Gedankenspiel, das mit dem letzten Moment, der ewig währt. Wusstest du, dass kyrannische Mentalisten sich in ihren Träumen bewusst werden können, dass sie träumen? Dort existieren sie dann losgelöst von Zeit. Es soll einen Arkanisten gegeben haben, der 1000 Jahre in seinem Kopf gelebt hat, während er in der echten Welt nur 8 Stunden geschlafen hat. Aber naja, das ist ein Thema für sich. Ich denke, jetzt ist es spät genug für unsere kleine Exkursion. Finden wir dieses Relikt. Aber leise wie die kleinen Füchse. Da ist sie. Die Musik, die alle Barrieren durchdringt. Ebenso heiter wie dieser Ort. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Journal. Das Wort der Toten finden. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal vorsichtig gucken, ne? Lass uns auch erstmal umgucken, hier, was hier so abgeht. Also wir haben hier ein Bett, wir haben hier ein... Das Bild kennen wir schon. Ich dachte mal, das wäre unsere Mutter, aber offensichtlich nicht, weil andere Leute auch dieses Bild haben. Also das Werk stellt nicht unsere Mutter dar. Was ist das denn wieder Gruseliges? Aber egal. Gut, gehen wir mal raus. Ja, dann lass uns mal suchen. Interagieren mit der Steintafel. Brennen. Okay. Lass uns mal hier gucken. Was steht denn da drauf? Die Ernte. Die Ernte der Seele, ne? Ja, gut. Was haben wir da? Reichen. Okay, ich bin mal gespannt. Das wird noch lustig. Dann gehen wir mal ein bisschen auf die Suche hier, ne? Bleiben wir erstmal oben. Nochmal wieder brennen, okay. Benötige ich einen Schlüssel? Ja, läuft nicht. Da kommen wir nicht rein. Benötige ich auch einen Schlüssel? Nochmal wieder brennen. Du, ein bisschen den Upcreep kriege ich hier schon. Also ich
will mich auch nicht zu lange hier aufhalten. Also wir können auch gerne möglichst zeitig wieder gehen. Wir haben hier recht, aber gucken wir jetzt erstmal. Was haben wir da? Ernten Hängemoos. Nee, du, ich will ihm jetzt nicht sein Hängemoos klauen. Es sei denn, das ist da drin versteckt, aber das würde mich doch sehr wundern. Das Anwesen scheint relativ groß zu sein. Was haben wir hier? Können wir nicht drin gucken? Gehen wir erstmal in die Richtung, würde ich sagen. Bücher, Bücher, Bücher. Das müssen Jahrhunderte sein. Ja, das sammelt, ne? Kleiderschrank leer. Oh, hier. Lichtmagie, du, ich leih mir das mal eben aus, ne? Das nur geliehen. Ich bring das ja wieder zurück. So ist das ja nicht. Oh, was haben wir denn da? Eure Fähigkeiten reichen nicht aus. Schade. Schade, schade. Die Pulverwüste. Komm her, du. Gib mal ran. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Licht wird aus deinen Augen scheinen. Okay. Ja, die haben sich schon kranken Kram ausgedacht. Hier sind auch noch mal ein paar Bücher. Was haben wir hier? Die magische Disziplin. Oh, rein damit. Der Pfad, Buch 6, die Verlorenen. Oh, ja wunderbar. 4 von 100. Leeres Pergament, also alles leer. Was haben wir hier im Schrank? Nägel, ja. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, Zeug zu klauen, dann nehmen wir mit, was geht, ne? Mana-Trank, wieso nicht? Ein bisschen Salz. Bisschen Wacholderbeere, kann man immer gebrauchen. Keine Kompromisse. Oh, okay. Handbuch der Träume und Visionen. Bisschen Literatur kann man immer mal mitnehmen. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Speichern wir das erstmal zwischen. Ich habe ja ein bisschen Angst. Wir wissen ja nicht, was hier gleich passiert. Deswegen gehen wir mal in die andere Richtung. Gucken wir uns da mal um, was wir da so finden. Da ist schon eine Tür offen. Schon verdächtig. Mir ist hier auch... Oh, ist das ein Katzenbild? Ich dachte, nee, ist aber kein Katzenbild. Das sieht mir nach seinem Arbeitszimmer aus. Hier könnten wir fündig werden. Sehen wir uns mal um. Also diese dicke Truhe hier sieht sehr verdächtig aus. Findest du nicht? Unsere Fähigkeiten reichen leider nicht. So, was haben wir hier? Träume. Ja, die sehen jetzt eher tot aus, aber die sollen wohl schlafen. Insofern alles gut. Eisenpranke. Noch ein Mana-Trank, noch ein bisschen Wacholderbeere nehmen wir mit. Der Stolz der Arasiala. Oh. Oh. Okay, wir haben auf den Stolz der Arasiala gedrückt. Insofern werden wir irgendwo, wo Stolz steht, jetzt was finden. Träume. Wir müssen dahin, wo Stolz war. Gucken wir gleich mal. Ein Brief. Geschätzter Freund, welch eine Freude, wieder von dir zu hören. Ich will dich nicht anlügen, meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Anfangs erschien die Entwicklung auf Nerim sehr vielversprechend, aber nun bewegt sich doch alles wieder in seinem gewohnten Bahnen. Auch du, mein Freund, bereitest mir Sorge. Ich kenne dich als Mann großer Charakterstärke, aber die Worte deines letzten Briefes machen mir Sorgen. Vergiss nicht, was mich damals zum Scheitern verurteilt hat. Stolz war mein Fall. Lass es nicht der deine sein. Stolz. Es geht hier also alles um Stolz. Ein paar der Bücher in den Regalen sehen seltsam aus. Das solltest du dir mal ansehen. Hab ich schon, das hier, Stolz. Einmal Stolz. Gibt's noch mehr Stolz? Der Aufstieg und Fall. Die Kristallqualle, ihre Physis und ihr Nutzen in der Alchemie von Dorian Solevan. Die Kristallqualle, auch Grabesqualle genannt, deren natürlicher Lebensraum die Korallenriffe des Pulvermeeres sind, ist in vielerlei Hinsicht interessant. Ihren Namen trägt sie wegen der ungewöhnlichen Wirkung des Giftes, welches sie über ihren langen kristallfarbenen Tentakel absondert. Die erste Stunde nach der Berührung geschieht nichts.
was die Qualle ungemein gefährlich macht, da Betroffene die Intoxikation häufig erst bemerken, wenn das Gift beginnt, seine verheerende Wirkung zu entfalten. Nach 3 Stunden setzen leichte Kopfschmerzen ein und man spürt einen heftigen, nicht zu stillenden Durst. Daraufhin folgen komplette Appetitlosigkeit, Schwermütigkeit und notorische Tobsuchtsanfälle. Aber erst nach 6 Stunden beginnt das schier Unglaubliche. Der Vergiftete beginnt nun in rasender Geschwindigkeit zu altern. Die Haut wird pergamentartig, die Knochen werden brüchig und die Sehkraft schwindet. Heilmagie oder Tinkturen haben sich bisher als wirkungslos erwiesen. Bis auf einige wenige Menschen, die gegen die Wirkung des Giftes auf unerklärliche Weise immun sind, ist der Infizierte nach 10 Stunden häufig an Altersschwäche verstorben. Glücklicherweise ist die Kristallqualle selbst im Pulvermeer nur selten anzutreffen und von sich aus nicht aggressiv. Ich, Dorian Sullivan, habe jedoch eine Methode gefunden, ein Exemplar der Qualle zu fangen und 3 ihrer Tentakel abzutrennen. Die Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben, sind immens. Während das konzentrierte Serum des Tentakels mit Nonnenschreck als Trägermittel gemischt ein Gift ergibt, das die verheerende Wirkung einer Intoxikation mit 100-facher Geschwindigkeit aufweist, gibt es eine Möglichkeit, ganz andere Wunder mit dem tödlichen Serum zu wirken. Mischt man das Extrakt mit kleingestampften reinstem Heilwurz und lässt es für einige kurze Momente auf hoher Flamme aufkochen, erhält man den reinsten Wundertrank, mit dem verschiedenste Mirakel möglich werden. Verdünnt man beispielsweise den neu gewonnenen Trank in reinem Wasser, so erhält dies ein bläuliches Schimmern und scheint zu bewirken, dass alles, was sich in ihm befindet, auf wundersame Art und Weise konserviert wird. Selbst organisches Leben. Ich vermute, dass das Schlucken des hochkonzentrierten Serums eine lebensstärkende Wirkung auf den Organismus des Konsumenten hat. Bin mir aber dessen nicht sicher. Reibt man jedoch eine Waffe mit dem Serum ein, scheint sich dieses auf beinahe magische Art und Weise zu verfestigen und gibt der Klinge ebenfalls einen blauen Schimmer. Ich habe noch nicht damit experimentiert, aber ich vermute, dass das Serum eine lähmende Wirkung auf das Opfer des Hiebes mit einer solchen Waffe hat. Ich vermute mal, dass er sich übelst die Dinger reinpfeift, dieses Serum, und deswegen so lange lebt. Das pure Gift der Qualle, welches aus der Vereinigung mit Nonnenschreck gewonnen werden kann, ist jedoch an Potenz unübertroffen. Mir scheint, damit wäre es selbst möglich, die tödlichen, selbstgenerierenden Schwarzwarane zu töten. Wenn man dem Volk Glauben schenkt, ist auch auf meinem Heimatkontinent, der sich mittlerweile Enderal nennt, ein solches Wesen zu finden. Aha. Okay, wir müssen also dieses Zeug finden. Hier sind noch ein paar Bücher. Was haben wir da noch? Das goldene Haus. Nehmen wir alles mit, ne? Wenn wir schon mal da sind zu Besuch, willst du ja auch was einsehen. Also wir haben Aufstieg und Fall sowie das andere. Stolz. Alles mitnehmen, was geht an Büchern. Wün, ein geografischer Überblick. Gib, please. Das hatten wir schon. Rinder. Jetzt verstehe ich. Diese Bücher sind Teil eines Mechanismus. Ich glaube, wir müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Oder... Lass doch mal gucken. Ich habe ja jetzt hier den Fall gedrückt. Lass uns mal den Fall suchen. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Wir gehen einfach nochmal auf die Suche und gucken mal. So, das war keine Kompromisse. Licht wird aus deinen Augen scheinen. Das war's. Wo ist der Fall? Das Gute ist, dass er natürlich den ganzen Abend musiziert und wir deswegen, wow, Zeit haben, uns entspannt hier umzusehen. Ja, Hahn, wir hören dich doch. Ist doch alles gut. Brennen. Noch mehr brennen.
Düm, 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 düm. Noch mehr brennen. Na gut, aber jetzt brennen wir erstmal. Wir machen jetzt hier einen kurzen Break, ab den Haaren kriegen wird. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder. Und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.